wunderschönen guten Morgen. Montagmorgen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Halt. Ich habe gerade umgesattelt. Der Dolly hängt immer noch dran, das werde ich später machen irgendwann. Mal was zu trinken, Kaltstelle. A und O bei der Mitte. Heute Morgen fahre ich ein bisschen mal rüber nach Kaiserslautern. Amazon. Und hol dort den Cut, den 330 raus. Weiß noch nicht wohin, weiß noch nicht warum der so dringend rausgeholt werden muss. Das mache ich jetzt als erstes. Dann, wie gesagt, keine Ahnung, was es im Anschluss gibt. Gehe einfach mal davon aus, dass ich jetzt wahrscheinlich noch den Bagger putzen kann. Leichtes Husten.
sowas. Ach Gott, das gibt's nicht. Es gibt's nicht, dass mir die Scheiße immer noch regelmäßig passiert. Gibt's nicht. Regelmäßig passiert, dass ich vergesse, die Lenkung aufzumachen. Kopf bei 100.000 andere Sachen mich. Nur nicht da, wo du sein sollst.
ich jetzt den Löffel hochkant hingezimmert. Logischerweise, das ist jedes Mal dasselbe Mist hier. Bis dem Heavy-Modus kriegst du sechste Gang. Fährst los. Fährst noch keinen Meter und schon schaltet er wieder in Gang runter. Jedes Mal so. Ach ja, so. Ja, mit dem Löffel, kommt später ein Kollege und holt den halt ab. Ein Abrollcontainer, der nimmt dann seinen Haken quasi als Kran. Das habe ich nicht gesehen. Doch, da kam einer, aber gut, der war weiter. Der nimmt dann seinen Hakenlift als Kran. So, bin jetzt hier im Hof. Vorne steht noch mein Tieflader. Mache ich jetzt erstmal die Tolle an.
hier, wenn ich abgestellt habe, habe ich hier alle Hähne zu. Ja, zu heißt, die Pfeilspitzen zeigen voneinander weg. Jetzt muss ich die großen, die Sechser, die hier aufmachen. In eine Richtung, das heißt, der ist auch das ist auch die Fahrstellung. Das mache ich jetzt mit allem. Da hinten brauche ich einen Schlüssel, weil hier ist etwas verbaut. Nur 15. Ich habe wieder alles weggestellt, Dolly. Ja, steht ein bisschen blöd da. Egal. Ich habe für heute alles gemacht. Für den Montag. Ich fahre jetzt noch rüber in die Werkstatt auf die Grube. Drücke ein bisschen Fett an die Achsschenkel. und an die Antriebswelle. Ja, und dann war's das schon für heute. Bis morgen. Tschüss. Hi. Dienstagmorgen. Hab gerade umgesattelt. Hat jetzt hier im Hof unseren K323. Er geht runter nach Rockenhausen. Und in Rockenhausen lade ich den Dosa an. Der Dosan geht rüber nach Frankenthal zur Kat, der wird verabschiedet. Ach, Sonne.
Moment, weiß ich denn, was ich danach treibe? Mit wem? Sorry, Schatz. Ich bin schon in Rockenhaus auf dem RC-Platz. Den Bagger nehme ich mit. Weil da habe ich dreckige Scheibe. Ey. Das ist einmal Regen und ein bisschen Staub und fertig. Ne? Den Dozer nehme ich mit. Wie gesagt, den Löffel machen wir noch ab. Und dann sind dem seine Tage gezählt hier. Danke. We'll be right back.
Anlage, die ich mitnehmen soll, die seht ihr gleich, die ist dann nicht immer zur Sommer geklappt. Und da kann es ja so eilig nicht sein. Der Dorin. Au. Au, au, au.
geht gar nicht. Also. Ja. Kamera läuft noch. Ich denke schon wieder so weit nach rechts, ne? Der Akku ist gleich leer. So, also, sorry, ich muss kurz. Keine Siebenlage von hier mitnehmen.
17 Uhr, zweite Bagger geladen. Ich dachte zuerst, ich muss hier irgendwas mitnehmen. Nein, war nicht. Vielleicht habe ich da was falsch verstanden, keine Ahnung. Ich dachte, ich sollte ein Band mitnehmen oder ein, da vorne das Band mit diesem Siebdeck dran. Nicht passieren.